Das Wort hat der Innenminister Beuth. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Landesregierung unterstützt den Gesetzentwurf der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und auch den Änderungsantrag, der dort heute mit eingebracht worden ist. In der Tat ist es so, dass die Anhörung keine eindeutigen Ergebnisse gebracht hat. Es sind viele Argumente dort ausgetauscht worden, viele Emotionen ganz offensichtlich ausgetauscht worden von Bürgermeistern und von Kommunen, die letztendlich aber in diesem ganzen Verfahren eigentlich nicht Beteiligte sind, weil es ist eine Angelegenheit hier des Hessischen Landtages, es ist eine Angelegenheit, die Sie alle, die 110 Abgeordneten hier angeht. Und in der Tat finde ich auch, wenn man hier kritisiert, dass die Vorschläge, die hier gemacht worden sind, alle völlig falsch sind, dann finde ich schon, dass man dann auch in der Not steht, hier einen eigenen Vorschlag zu machen. Der fehlt allerdings, hat der Kollege Frömmrich gerade schon gesagt. Ich will Ihnen zum Landtagswahlgesetz noch einmal ein paar Bemerkungen machen, die Ihnen zeigen sollen, dass wir uns im Rahmen dessen bewegen, was für die Landtagswahlen im Jahre 2018 am Ende wichtig ist. Es gibt keine ausdrücklichen Vorgaben für die Frage der Zusammensetzung der Wahlkreise, sondern es gibt Rahmenbedingungen, auf die komme ich gleich zurück. Es gibt Rechtsprechung, und in der Rechtsprechung hat sich entwickelt ein Interventionswert von 25% Über- oder Unterschreitung in einem Wahlkreis gegenüber dem Durchschnittswahlkreis. Das ist sozusagen entwickelt aus der Rechtsprechung. Und, Herr Kollege Rudolph, uns hilft das Urteil des Staatsgerichtshofes aus dem Jahr 2006 nicht, weil mittlerweile das Bundesverfassungsgericht im Jahre 2012 ziemlich eindeutig diese Fragen alle beantwortet hat. Der Bundesgesetzgeber hat im Bundeswahlgesetz entsprechende Veränderungen auch so vorgenommen, dass wir uns daran orientieren, weil wir keine eigenen unmittelbaren Maßstäbe haben. Und diese Maßstäbe haben wir hier angelegt. Der Gesetzgeber hat in der Tat einen gewissen Gestaltungsspielraum, und der wird am Ende von Ihnen hier auszuschöpfen sein. Aber alles in allem will ich hier auch deutlich sagen, es ist die Angelegenheit der Abgeordneten. Es geht um die 110 Mandate und um die Frage des Zuschnitts der Wahlkreise. Wenn wir nunmehr die Rechtsprechung heranziehen und die Rahmenbedingungen, die in Deutschland herrschen, für die Zusammenstellung der Wahlkreise, dann kommen wir dazu, dass wir in 8 Wahlkreisen einen entsprechenden Anpassungsbedarf haben. Und dieser Anpassungsbedarf folgt, wie ich finde, den Maßstäben, die uns von der Rechtsprechung vorgegeben sind, ziemlich korrekt. Wir haben die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren zu beachten. Meine Damen und Herren, die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren ermitteln wir in der amtlichen Statistik. Es ist die amtliche Statistik, die wir zugrunde legen für die Dinge, die in unseren Gesetzen vorgesehen sind. Es ist bedauerlich, dass durch die bundesweite Umstellung, ist hier gerade schon erläutert worden, wir auf die Zahlen vom 31.12.2015 zurückgreifen müssen. Aber das sind die letzten amtlichen Zahlen, die uns vorliegen. Und, meine Damen und Herren, damit sind es auch die aktuellsten Zahlen, die wir haben und die wir diesem Gesetzentwurf nur zugrunde legen können. Meine Damen und Herren. Das Wählerverzeichnis ist keine amtliche Statistik. Das Wählerverzeichnis der Bundestagswahl kann man natürlich hier zitieren. Man kann natürlich auch darstellen, dass da 9.700 Stimmen, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, oder 9.700 Auslandswahlberechtigte in den einzelnen Wahlkreisen vorhanden sind. In der Tat, das stimmt. Aber es ist keine amtliche Statistik. Es ist die zufällige Zusammensetzung der Wahlbevölkerung für die Bundestagswahl. Der Kollege Frömmrich hat gesagt, es gibt noch ein paar andere Voraussetzungen, die da zu berücksichtigen sind. Die zufällige Zusammensetzung am 22.09. dieses Jahres, meine Damen und Herren. Und es gibt noch weitere Unterschiede beim Wahlrecht, die sich auch nicht groß auswirken. Aber am Ende können wir die Wahlberechtigten für die Landtagswahl auf Basis der Wahlberechtigten beim 22.09. bei der Bundestagswahl immer nur annäherungsweise ermitteln. Und damit ist es eine untaugliche Grundlage, und wir können dann nur auf die amtliche Statistik zurückgreifen. Und die ist halt nun einmal vom 31.12.2015. Das können wir im Moment nicht ändern.
Meine Damen und Herren, ich sage noch einmal eins. Der Gesetzentwurf der Fraktionen und der ganze Vorlauf dazu, den wollen Sie bitte ein bisschen mitberücksichtigen. Sie haben ja das Schreiben vom April schon angesprochen. Der Gesetzentwurf ist vom 19.09. Das Wählerverzeichnis ist sozusagen am 22.09., also drei Tage später, sozusagen öffentlich gewesen. Also insofern bitte ich da um Verständnis. Selbst wenn man es heranziehen könnte, wäre es sozusagen in der Vorbereitung überhaupt nicht möglich gewesen, es heranzuziehen. Aber lassen Sie mich diesen Punkt noch einmal von einer anderen Warte beleuchten. Wir alle wissen, dass im Jahre 2005 eine Änderung des Landtagswahlgesetzes hier stattgefunden hat. Im Jahr 2005. Ich konnte jetzt auf die Kürze, weil das mir eben erst sozusagen aufgegangen ist. Aber im Jahr 2005 hat man wahrscheinlich die Zahlen vom 31.12.2004 zugrunde gelegt, wenn es die damals gab, vielleicht auch vom 31.12.2003, jedenfalls mal aus der amtlichen Statistik. Und wenn wir im Jahr 2005 hier im Hessischen Landtag ein Landtagswahlgesetz verabschiedet haben und die Wahlkreise zugeschnitten haben, dann war jedenfalls zur Landtagswahl selbst noch drei Jahre Platz. Also insofern hier von veralteten Zahlen, von einem Vorgang zu sprechen, der völlig ungewöhnlich ist, ist meiner Ansicht nach völlig absurd. Das ist ein willkürliches, gegriffenes, weil gerade populäres Argument. Und ich finde, das darf man einer solchen Wahlrechtsänderung nicht zugrunde legen. Wir haben regionale Besonderheiten zu berücksichtigen. Wir haben die historischen Verwaltungsgrenzen, das ist schon angesprochen worden, auch die Frage der Landkreise, der Landkreisgrenzen mit zu beachten gehabt. Wir haben gesagt, dass wir wollen einen minimalinvasiven Eingriff machen, so wenig wie möglich verändern, weil es ja in der Tat ein erheblicher Eingriff vor einer Wahl oder vor ein erheblicher Eingriff in die Zusammensetzung der Wahlkreise insgesamt ist. Deswegen haben wir gesagt, minimale Lösung. Und wir haben vor allen Dingen eines gesagt. Und da will ich den Kollegen Frömmrich hier gerne noch einmal zitieren, der die Vorschläge von, ich glaube, dem Bürgermeister von Nieste hier dargestellt hat. Wissen Sie, was wir zugrunde gelegt haben hier in dem Gesetzentwurf? Wir haben vor allen Dingen darauf geachtet, dass die parlamentarische Vertretung Nordhessens hier im Hessischen Landtag gewahrt bleibt. Wir sind nämlich nicht hingegangen und haben gesagt, wir nehmen an der bevölkerungsschwächsten Stelle einfach einen Wahlkreis heraus, tun ihn an der bevölkerungsstärksten hinzu, sondern wir haben gesagt, Nordhessen muss hier in diesem Hessischen Landtag einen entsprechenden Raum haben. Und deswegen haben wir einen solchen Eingriff vorgenommen, wie ich ihn hier dargestellt habe. Meine Damen und Herren, ich finde die Kritik, vor allen Dingen die Kritik der Manipulation, die ist ziemlich maßlos. Alle hier im Hause wissen, dass das personalisierte Mehrheitswahlrecht vor allen Dingen dazu führt, dass wir das Zweitstimmenergebnis für die Zusammensetzung hier dieses Hessischen Landtages haben. Also von der Frage der Manipulation auf diese Landtagswahl kann gar keine Rede sein. Aber ich will noch einmal vor allen Dingen auch darauf zurückkommen, dass die Frage der Manipulation, ich finde, in einer zweifelhaften Weise hier angebracht worden ist, indem man hingeht und sagt, wir gucken mal auf die Wahlergebnisse, die es vor ein paar Jahren gegeben hat. Wie würde sich das entsprechend verändern? Ich finde, diese Frage verbietet sich schon. Oder gar die Vereinnahmung. Ein Kollege hat sich nicht entblödet, in der Zeitung zu schreiben, von einer roten Gemeinde, die verlagert worden ist, von einem Wahlkreis in einen anderen. Meine Damen und Herren, das ist doch absurd. Das ist doch absurd. Es ist respektlos gegenüber den Wählerinnen und Wählern. Und lassen Sie das doch einfach beiseite. Es verunsichert nur, und es ist in dem Wahlgesetz an keiner einzigen Stelle nachweisbar, dass hier ein manipulativer Eingriff erfolgen sollte oder erfolgen wird, meine Damen und Herren. Sie haben sich darüber ereifert, meine Damen und Herren, Sie haben sich darüber ereifert, dass wir eine mangelhafte Begründung vorgenommen hätten. Ja, es ist in der Tat eine eher mathematische Frage, eine minimalinvasive. Das ist so. Wir haben die Maßstäbe, die ich eben genannt habe, natürlich auch in der Gesetzesbegründung dargestellt. Aber jetzt sage ich Ihnen einmal eins. Zu den Veränderungen bei den einzelnen Wahlkreisen in der Begründung
sind natürlich diese zahlenmäßigen Darstellungen entscheidend gewesen. Das hat sie aber im Jahre 2005 nicht gestört. Da war es genauso. Und die Abgeordneten im Deutschen Bundestag von SPD, von CDU und von Bündnis 90, die Grünen, haben die Wahlkreisänderungen bei den Bundestagswahlkreisen auch nicht anders begründet als eben entsprechend zahlenmäßig, weil es eben generelle Maßstäbe gibt und man das im Einzelfall sozusagen nur sehr, sehr schwerlich sozusagen dann auch begründen kann, außer mit geografischen Zusammenhängen. Meine Damen und Herren, wir haben einen Änderungsantrag hier vorliegen, der die Fragen aufgreift, dass wir in der nächsten Wahlperiode uns mit der Frage noch einmal detaillierter befassen wollen. Ich will Ihnen nur sagen, die Wahlkreiskommission, Herr Kollege Rudolph, nur weil Sie das eben angesprochen haben, wie sie sich am Ende zusammensetzt und wer am Ende bei der Frage der Zusammensetzung eine entscheidende Rolle spielt. Ich sage, wir haben dort das nachgebildet im § 3 des Bundestagswahlgesetzes. Dort ist der Bundespräsident. Dort ist der, ja, der Bundespräsident ist vielleicht der Falsche, der hier bei uns sozusagen die Wahlkreiskommission. Wir haben es, der Bundesregelung nachgebildet. Dort ernennt der Bundespräsident die Wahlkreiskommission. Da wir keine Landeswahlleiter aus anderen Ländern berufen können, haben wir gesagt, es wäre doch klug, wenn die Abgeordneten dieses Hauses hier vertreten wären in dieser Wahlkreiskommission. Ich weiß nicht, warum man das jetzt auch kritisieren muss, weil es ist am Ende ein Vorschlag, der dazu führen soll, dass man eine solche Frage, nämlich die Zusammensetzung der Wahlkreise, bevor sie hier im Hessischen Landtag beraten werden, vorher in einer Wahlkreiskommission mit der Präsidentin oder dem Präsidenten des Statistischen Landesamtes, mit dem Landeswahlleiter, ist wahrscheinlich auch nicht schlecht, wenn man den VGH-Präsidenten mit dazu nimmt, die Abgeordneten mit dazu. Ich weiß nicht, warum das jetzt auch ein kritikwürdiger Vorschlag ist, wenn man sich vorher wünscht, dass man eine größere Beteiligung gerne gehabt hätte. Vielen Dank. Das Wort hat der Abg. Rudolph. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Also, Herr Innenminister, Sie haben eben Ihren Parteikollegen ein bisschen angegriffen. Es war in der Tat der Kollege Bauer, der uns darlegen wollte, dass man die Gemeinde Groß-Rohrheim, der SPD-Hochburg, verlagert. Da habe ich ihm schon geantwortet, darum geht es. Es geht hier nicht um Hochburgen, sondern es geht nach rechtsstaatlich nachvollziehbaren Begründungen. Und die haben Sie nicht geliefert. Die haben Sie nicht geliefert. Herr Innenminister, warum schreiben Sie erst am 25. April 2017 die Fraktionen nachrichtlich die Landesverbände an? Über drei Jahre nach Konstituierung dieser Wahlperiode machen Sie nichts. Jetzt zitieren Sie Handlungsdruck, Urteil Bundesverfassungsgericht aus dem Jahre 2012. Warum machen Sie das dann? Hatten Sie fünf Jahre Zeit, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und im Übrigen sind Sie sehr vermessen. Ich bin nicht so sicher, das müssen dann Juristen prüfen, ob das Urteil, der Beschluss des Staatsgerichtshofes von 2006 gegenüber dem alles aufhebt, was das Bundesverfassungsgericht, weil da müssen Sie nämlich auch vergleichen, was vergleichbar ist. Deswegen bin ich noch nicht so sicher, ob das eins zu eins zu übertragen ist, geschenkt an der Stelle. Aber Sie wussten seit 2012, dass es da offensichtlich klare auch Veränderungen auf Bundesebene gibt und haben nichts gemacht. Und jetzt und dann schreiben Sie uns als Fraktionen an. Und weil wir ja permanent der Boden, was will die SPD? Ja, wir schließen uns der Meinung, der Haltung Ihres Innenministers an, in dem Schreiben vom 25. April, letzter Absatz. Ich rege vor diesem Hintergrund an, eine Neuabgrenzung der hessischen Landtagswahlkreise auf der Basis der dann aktuell vorliegenden Bevölkerungszahlen in der neuen Wahlperiode anzugehen. Bei dieser Gelegenheit könnte im Landtagswahlgesetz nach dem Vorbild des Bundes und anderer Bundesländer auch eine regelmäßige Berichtspflicht gegenüber dem Hessischen Landtag über die Bevölkerungsentwicklung statuiert und ebenfalls Kriterien für eine mögliche Neuabgrenzung der Wahlkreise aufgenommen werden. Teilen wir alles? Das war Sachstand April. Jetzt schreibt die FDP, ich habe den Brief vorliegen, da steht, und da hat der Kollege Greilich doch völlig recht,
Er weist nur darauf hin, und das hat Herr Schäfer-Gümbel auch schon immer wieder gesagt, wir brauchen Rechtssicherheit, damit eine Wahlanfechtung hinterher nicht möglich ist. Aber hier kriegen Sie, was wir sagen, interessiert Sie nicht, wissen wir, geschenkt. Aber hier rechts, seriöse Rechtsgutachter, Sachverständige sagen Ihnen, an einigen Stellen ist dieser Gesetzentwurf augenscheinlich verfassungswidrig. Dann hören Sie doch wenigstens einmal auf die, wenn Sie auf uns schon nicht hören, und nehmen die Sorgen und Nöte ernst, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dass aktuelle Bevölkerungszahlen eine Rolle spielen, können Sie an dem Wahlkreis Frankfurt I sehen. Knapp 61.000 Wahlberechtigte nach den Zahlen von 2015. Frankfurt ist die am größten wachsende Stadt in Hessen. Ich bin sehr sicher, dass wir auch gravierende Veränderungen haben werden. Und deswegen ist der Änderungsbedarf größer. Ja, und wenn irgendwo nachher ein Wahlkreis nicht mehr existiert, nach einem geordneten Verfahren, nach einer vernünftigen Anhörung nicht mehr rückfahren, dann ist das auch demokratisch und zu akzeptieren, aber doch nicht so, wie Sie es machen. Und der Vorwurf der politischen Manipulation noch einmal. Ich kannte diesen Begriff Gerrymandering bis dato gar nicht. Aber Sie können es unserem Beispiel Alterfeld eben nicht widerlegen. Und deswegen ist das möglicherweise ein Wahlanfechtungsgrund. Und Sie sagen, Augen zu, Schwarz-Grün hat immer recht. Nein, Sie riskieren, wenn der Gesetzentwurf, so wie er heute da ist, in dritter Lesung verabschiedet wird, dass es möglicherweise tatsächlich vor dem Staatsgerichtshof landet. Da haben Sie die Experten hingewiesen, da haben Sie politische Vertreter hingewiesen. Das entscheiden nicht wir. Sie haben die Mehrheit. Sagen Sie uns jeden Tag 24 Mal, obwohl wir es gar nicht wissen, hören wollen, weil wir es selber wissen. Und deswegen, meine Damen und Herren, Sie sind Herr oder Frau des Verfahrens. Und deswegen, wenn Sie offensichtlich aktuelles Zahlenmaterial nicht, politische Willkür, die Wahlkreiskommission ist absurd zusammengesetzt. Da gehören tatsächlich möglicherweise keine Abgeordnete rein, aber auch nicht weisungsgebundene Personen aus dem Innenministerium. Das muss man dann sehen. Da kann man sich tatsächlich orientieren an anderen. Und deswegen dieser Gesetzentwurf schnell zusammengeschustert, jetzt mal schnell eine Anhörung durchgezogen und Zeitdruck. Sie wollten es zum 1.12. schon im Gesetz- und Verordnungsblatt haben. Der Arnold schreibt in der Fuldaer Zeitung, passt mir eigentlich alles gar nicht, ist auch nicht alles so richtig, aber weil die FDP in der Klage gedroht haben. Noch einmal, wenn Sie ernsthaft hier sich hinstellen und Sie nehmen Klagen der Opposition ernst, dann müssten Sie unsere Bedenken auch aufnehmen. Deswegen gemeinsam in der neuen Wahlperiode gehen wir es an. Und dann glaube ich, hat das auch Bestand, wenn man klar dokumentiert, Handlungsbedarf, aktuelle Zahlen. Auch das ist ein Rechtsgrundsatz, den wir bei der Wahlkreiszusammenschließung beachten müssen. Vielen Dank. Nächste Wortmeldung, Herr Kollege Greilich. Herr Präsident, meine Damen und Herren, es ist schon ein bisschen erschreckend. Man sieht, wie hilflos hier argumentiert wird gegenüber dem Tatbestand, der nicht zu leugnen ist, dass wir eine verfassungswidrige Vorlage zur Veränderung eines verfassungswidrigen Gesetzes haben. Wenn zu besseren Vorschlägen, die wir Ihnen ja gemacht haben, wir haben Ihnen sogar die Zahlen geliefert, echte Zahlen, wenn einem dazu nur einfällt der Hinweis, dass diese Zahlen ja deswegen nicht verwendbar seien, Herr Kollege Frömmrich, wenn ich Sie richtig verstanden habe, weil in der Tat im Bundestagswahlgesetz die Leute dort zu dem Zeitpunkt wahlberechtigt waren, aber zur Landtagswahl nur wahlberechtigt ist, wer dann schon 3 Monate im Land Hessen lebt. Also, wenn ich halbwegs rechnen kann, dann ist vom 24. September bis 2017 bis zu jedem denkbaren Wahltermin der Landtagswahl in Hessen die Frist von 3 Monaten verstrichen. Das ist, glaube ich, nicht wegzudiskutieren. Und was mich auch ein bisschen erschüttert hat, also ich bin ein großer Freund von Nordhessen. Es bekäme mir schon in der eigenen Fraktion nicht gut, wenn ich das nicht wäre. Und deswegen hoffe ich auch, dass die Vertretung Nordhessens bei dem Neuzuschnitt der Wahlkreise unverändert bleibt. Aber eines muss doch auch sicher sein. Auch in Nordhessen gilt die Frage der Gleichheit des Stimmgewichts. Und deswegen muss man ordentlich rechnen. Und dann wird hoffentlich dort kein Wahlkreis wegfallen. Aber so nach dem Motto wegen Regionalproports machen wir das so nach dem grünen Motto legal, ganz egal, illegal. Das andere Wort lasse ich lieber weg. Das ist das, was nicht geht. Herr Kollege Pentz, regen Sie sich ab. Dann kommt der interessante Hinweis. Ja, die Wählerverzeichnisse sind ja keine amtliche Statistik. Das ist mir auch bekannt. Die sind keine amtliche Statistik. Aber was wollen Sie damit eigentlich sagen?
Wollen Sie sagen, eine Statistik ist besser als reale Zahlen? Eine Statistik ist besser als reale Zahlen. Also, aus meiner Erinnerung, aus meiner Praxis, ist die Statistik immer die Krücke, wenn man keine vernünftigen belastbaren Zahlen hat, um trotzdem irgendwie mit einem belastbaren Ergebnis diskutieren zu können. Aber reale Zahlen sind allemal besser. Und was ich wirklich nicht mehr hören kann, das scheint die neue Platte zu sein. Die haben Sie jetzt schon ein paar Mal aufgelegt. Die Opposition soll doch hier jetzt einmal die Gesetzgebungsvorschläge machen. Die Opposition soll das machen. Ich finde das ja ganz nett. Wir können so etwas machen, Herr Frau Kollegin Dorn. Sie haben gar nichts gemacht. Sie haben gar nichts gemacht, außer sich der Zuarbeit durch die Landesregierung bedient. Und eines ist ja wohl klar, und das sehen wir in jedem normalen Gesetzgebungsverfahren, dass es Hauptaufgabe ist, dass die Landesregierung darüber wacht, dass der Gesetzesbestand im Land Hessen auch rechtzeitig dem Parlament zugeleitet wird, wenn es dort Änderungsbedarf gibt, wenn z.B. ein Gesetz abläuft. Ich glaube, beim Polizeirecht würde der liebe Innenminister auch nicht darauf warten, dass die Opposition einen Gesetzentwurf vorschlägt und das Risiko eingehen, dass das Ding einfach einmal ausläuft. Das wäre in der Tat bedenklich, wenn man das so sehen würde. Es ist die Aufgabe der Landesregierung, dafür zu sorgen, insbesondere des Verfassungsministers, wenn es um das Wahlrecht geht, dafür zu sorgen, dass wir hier in geordnetem Verfahren wählen können, dass wir rechtzeitig Entsprechendes machen. Wir haben das ja jetzt zweimal in kürzer Abfolge erlebt, das Verfassungsschutzgesetz. Warum ist es denn so spät vorgelegt worden? Wir haben das gestern schon diskutiert. Weil Sie sich in der Koalition nicht einigen konnten und dann keine Zeit mehr war, über die Landesregierung, die es ausgearbeitet hat, das Gesetz einzubringen. Wie ist es denn hier, Frau Dorn? Sie haben in der Tat nichts gemacht. Gemacht hat es die Landesregierung, hat es das Innenminister. Sie haben es unterschrieben, Ihre Fraktionsvorsitzenden, und den Geschäftsgang gebracht. Aber die Arbeit haben nicht Sie gemacht. Und Sie können auch nicht erwarten, dass wir das als Opposition machen. Das ist die verdammte Pflicht und Schuldigkeit dieser Landesregierung. Und wenn das nicht gemacht wird, dann nenne ich das schlicht Arbeitsverweigerung. Das Wort hat der Abg. Bauer, CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Es geht um die Frage, wer kommt wie, unter welchen Voraussetzungen hier als Abgeordneter ins Hessische Parlament. Das ist die Frage. Ich denke, es ist doch einsichtig, dass es nicht sein kann, dass bei dem einen Kollegen 60.000 Wählerinnen und Wähler entscheiden und bei dem anderen Kollegen 102.000 Wählerinnen und Wähler entscheiden. Dieses Ungleichgewicht ist zum einen verfassungskonform, höchst fraglich, die Verfassungskonformität. Es ist die Frage der Gleichheit der Stimme, des Zählwertes ist hinterfragbar. Dieser Status quo haben wir jetzt schon. Und wir haben einen Vorschlag gemacht, wie man es ändern kann. Und deshalb sage ich Ihnen, wer ist denn dafür zuständig, die Kriterien zu bestimmen, wer hier in das Hohe Haus kommt? Das ist hier das Parlament, das sind wir Abgeordnete. Wir haben zu entscheiden, unter welchen Kriterien wir Wahlkriterien festlegen für die Wahl des Hessischen Landtags. Wir, meine Damen und Herren, ich sage es jetzt etwas überspitzt, nicht die Regierung hält sich an Parlament, sondern das Parlament hält sich an die Regierung. Das ist der entscheidende Unterschied. Wir haben die Kriterien festzulegen, und da kommt von Ihrer Seite nichts, meine Damen und Herren, an konstruktiven Vorschlägen. Dann sagt der Kollege von der Linksfraktion, wir hätten ein schäbiges Verfahren eingeführt und durchgeführt. Wir haben alle Fristen gewahrt. Wir haben alle Anzuhörenden zu Wort kommen lassen. Jeder Bürgermeister, der betroffen war, konnte sich äußern. Wir haben alle Kriterien eingehalten für ein ordnungsgemäßes Gesetzgebungsverfahren, und wir sind ja noch mittendrin. Wir haben jetzt die zweite Lesung, haben einen Änderungsantrag eingebracht. Wir kommen zur dritten Lesung. Was an diesem Verfahren ist nicht rechtskonform, lieber Kollege Wilken? Dritte Sache, die Validität der Zahlen. Hier wird immer gesagt, das sind reale Zahlen. Das sind aber nur angenäherte Zahlen, und die sind nicht vergleichbar mit den Zahlen, die man braucht, auf die sich das Gesetz bezieht, nämlich auf amtliche Statistiken. Diesen Differenzbezug konnten Sie immer noch nicht entkräften. Und der Minister hat Ihnen deutlich gemacht, bei der Reform 2005 hat er gesagt, wurden Zahlen zugrunde gelegt, die aus dem Jahr 2004, vielleicht auch aus dem Jahr 2003 stammen. Die eigentliche Wahl fand dann 2008 statt. Das heißt, die Zahlen waren damals schon 4 Jahre veraltet. Wir haben also eine Wahl durchgeführt von der Demografie und von der weiteren Entwicklung, die 4 Jahre lang schon zurücklagen. Da hat kein Mensch was gesagt, dass das alles Zahlenmaterial sei. Jetzt verwenden wir Zahlen aus dem Jahr 2014 für eine Wahl, die 2018 stattfinden soll. Ich kann die Aufregung bei wahrem Licht nicht nachvollziehen, weshalb man sich hier selbst auf die Bäume treibt, meine Damen und Herren. Letzter Gedanke.
Sie müssen sich schon entscheiden, welches Argument Sie folgen. Ob Sie sich auf die Seite der Bürgermeister schlagen, die sagen, wir wollen diese Änderung nicht, weil wir davon betroffen sind, dass wir in einen anderen Wahlkreis müssen. Wir müssen uns eine andere Zeitung abonnieren, war ein Argument. Wir müssen die Zusammenarbeit der Musikschule einstellen. Wir können kein interkommunales Gewerbegebiet mehr betreiben, wenn wir von einem anderen Wahlkreisabgeordneten betreut werden. Solche Argumente kamen, und Sie haben sie unterstützt. Oder ob man sagt, man müsste eine Debatte führen über die Toleranzgrenze, denn alle Sachverständigen, auch die Sie eingeladen haben, sagen, 25% ist das absolute Maximum. Man müsste eigentlich runtergehen auf 20, 15 oder 10% Toleranzgrenze. Nur was ist die Konsequenz? Dann haben wir keine 9 Bürgermeister zu Gast, dann haben wir 90 Bürgermeister zu Gast, alle mit den gleichen Argumenten, keiner will eine Änderung. Ich wünsche uns frohes Vergnügen bei der Frage, wie wir die Wahlkreise neu zuschneiden können. Wir haben klare Kriterien festgelegt, an die wir uns auch 2005 bei der Reform gehalten haben. Ich muss noch einmal sagen, es ist ein Vorschlag. Es ist ein Vorschlag, der eine geringfügige, auf Kontinuität ausgerichtete, minimalinvasive Lösung vorschlägt. Sie können alles besser argumentieren und schöner herbeireden. Aber Sie können uns bis zum heutigen Tag keinen besseren Vorschlag vorlegen. Das ist ein Armutszeugnis. Ich sage es noch einmal. Lieber Kollege Rudolph, Ihr Verhalten erinnert mich an einen Schüler, der ständig dazwischen ruft, der ständig dazwischen hampelt, der Aufmerksamkeit aufregt und am Ende nichts versteht und sozusagen ein Stück weit nach. Nein, Kollege. Also dieses Symptom der Aufmerksamkeitsdefizite ist mir durchaus bekannt als Lehrer. Aber jetzt mal zurück zur Sache. Lieber Herr Schmidt. Lieber Herr Schmidt. Nein, nein, mir schlottern die Knie. Wo sind denn. Kommen wir zurück zur Ausgangsthese. Nein, wir müssen schon damit leben. Wer austeilt, muss auch einstecken können, lieber Kollege Rudolph. Zurück zur Sache. Wir haben einen Gesetzentwurf vorgelegt, der Rechtssicherheit schafft, der die entsprechenden demografischen Verhältnisse berücksichtigt, der auch klare Kriterien in der Begründung hat, warum wir die Wahlkreise ändern. Es liegt nichts Besseres auf dem Tisch. Nicht mal einen Änderungsantrag haben Sie vorgelegt, meine Damen und Herren. Was soll denn anders gemacht werden? Wo sollen wir Änderungen machen? Nichts liegt vor. Von daher würde ich mal sagen, das, was wir jetzt in der zweiten Lesung beraten haben, wird durch eine dritte Lesung noch ein Stück weit verstärkt und bekräftigt werden. Ich bin gespannt, wie wir die Debatte weiterführen können. Heute sind wir mit Ihren Beiträgen keinen Schritt weitergekommen. Das Wort hat der Abg. Frömmrich für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich will es vielleicht doch noch einmal versuchen, daran zu erinnern, was ich vorhin gesagt habe. Der Werdegang dieses Gesetzes, die Frage, mit der wir es zu tun hatten, der Abwägungsprozess, die letztendliche Entscheidung, unser Angebot als Koalition an das Haus, an die Fraktionen, eigene Vorschläge zu machen, die wir wohlwollend übernehmen auch. Ja, natürlich, 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 weil es ist doch hier die Frage, Herr Kollege. Also, ich weiß gar nicht, Herr Schmidt, warum Sie sich beschweren, weil den Vorschlag, den Sie gemacht haben, haben wir hier als Vorschlag übernommen. Ich weiß gar nicht, warum Sie sich beschweren. Ich weiß gar nicht, warum Sie sich beschweren. Ihr Vorschlag, den Sie mit Ihrer Kollegin Hartmann gemacht haben, ist hier in den Änderungsantrag gekommen. Und genauso hätte das mit anderen Vorschlägen kommen können. Genauso hätte das mit anderen Vorschlägen kommen können. Und das Ziel war, eine minimalinvasive Lösung zu machen, die am Ende dazu führt, dass wir die 25% einhalten und dann im nächsten Jahr eine Wahlkreisreform machen. Und wenn Sie hier so die Backen aufblasen, finde ich, sollten Sie hier einmal selber etwas vorlegen. Sie haben in diesem ganzen Gesetzgebungsprozess keinen einzigen Satz vorgelegt, den man hätte übernehmen können, meine sehr verehrten Damen und Herren. Zweite Anmerkung. Deswegen habe ich mich eigentlich gemeldet, weil Sie als Fraktion, Entschuldigung, Herr Warnecke, ich schätze Sie sehr. Ich habe ja nicht gesagt, dass einzelne Abgeordnete, ich habe gesagt, Fraktionen etwas vorlegen, was man hier im Geschäftsgang des Hessischen Landtags verwenden kann.
Die Frage, die ich dem Kollegen Schmidt und der Kollegin Hartmann und dem Kollegen Bauer, da gab es in den Orten und in den Kreistagen gemeinsame Entschließungen. Die beiden Vorschläge sind gewertet worden. Der Kollege Bauer hat gesagt, das ist ein Vorschlag, der einhellig gemacht worden ist. Warum soll man den nicht nur übernehmen? Also hat diese Mehrheit gesagt, natürlich übernehmen wir den, das ist ein sinnvoller Vorschlag. Er erfüllt genau die Vorgaben, die das Gesetz vorsieht. Deswegen machen wir das. Das ist überhaupt keine Frage. Hätten Sie mit den anderen Wahlkreisen auch machen können. Im Übrigen auch die Frage Nieste. Wenn man meint, dass das mit Nieste nicht geht, hätte man ja andere Vorschläge machen können. Ich habe gehört, es gab Leute, die gesagt haben, da hätte man Helsa nehmen können, weil die Bezüge zu Groß-Almerode, danke schön, weil die Bezüge zu Groß-Almerode da sind. Hätten Sie es einmal auf Papier geschrieben, hätten wir darüber reden können. Sie haben nichts auf Papier geschrieben. Das muss man deutlich feststellen. Und einen Punkt, da muss ich schon in Richtung von den Kollegen Greilich sagen. Ich finde hier vorne den Schlaumeier zu geben. Ja, es ist natürlich, ist doch klar. Aber hier vorne den Schlaumeier zu geben, ohne einen einzigen Satz auf Papier zu bringen, das finde ich schon ziemlich abenteuerlich, Herr Kollege Greilich. Ziemlich abenteuerlich. Wie Sie über Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die da mitgearbeitet haben, reden, die in den Verwaltungen sind, die in den Fraktionen sind, wie Sie herabschätzend Sie über Mitarbeiter geredet haben, Herr Kollege Greilich, das müssen Sie mit sich selber abmachen. Ich finde es unterirdisch, was Sie hier abgeliefert haben. Ihre rechtlichen Belehrungen, Herr Kollege Greilich, Ihre rechtlichen Belehrungen ebenso. Es gibt bei Juristen ja immer unterschiedliche Meinungen. Manchmal hat man zwei Juristen und fünf Meinungen, das weiß ich. Ich kann mich nur an eine Situation erinnern, da haben wir, glaube ich, schon einmal die Säbel gekreuzt. Da haben Sie uns im Innenausschuss über Stunden damit genervt, dass Sie Ihre Rechtsauffassung zu einer wichtigen Verfassungsfrage vorgetragen haben. Dann sind wir, ich war gerade da gemeinsam mit der Kollegin Faeser unterwegs, deswegen ist es auch überparteilich. Da haben Sie uns erklärt, warum das alles nicht geht und dass das alles verfassungsrechtlich nicht geht. Das haben Sie uns erläutert bis zum Erbrechen. Am Ende hat der Staatsgerichtshof alles, was Sie vorgetragen haben, verworfen. So viel zu Ihrer Expertise, die Sie hier vorne vortragen, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Wilken, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es ist ja äußerst selten, dass hier von diesem Redepult irgendwelche Belehrungen vorgetragen werden, Herr Frömmrich. Ich kann für mich und meine Fraktion einfach nur sagen, FDP-Fraktion, Chapeau, gut gemacht. Hat uns allen auch Spaß gemacht, wie Sie das hier vorgetragen haben. So wünsche ich mir eine Plenardebatte. Die Frage, wer etwas vorgelegt hat und wer etwas übernommen hat, hat sich Herr Frömmrich ja gerade selber widersprochen. Das ist ihm dann zum Glück noch aufgefallen. Aber einen anderen Widerspruch, der mir zumindest noch aufgefallen ist, der ist hier noch nicht aufgelöst. Weil, sehr geehrter Herr Dr. Arnold, Sie haben gerade hier gesagt, dass Sie diesem Vorschlag zustimmen werden. Dann verstehe ich nicht, warum Sie in der Zeitung schreiben, dass Sie es nicht befürworten. Da ist für mich ein Widerspruch. Ich will jetzt nicht mit der Bibel wieder ankommen, aber bei mir bleibt da ein Widerspruch. Ich habe mich aber aus einem anderen Grund noch einmal gemeldet. Herr Beuth, Sie haben für mich nicht nachvollziehbar hier so getan, als wäre das Wählerinnenverzeichnis für die Bundestagswahl irgendwie vom Himmel gefallen. Da gibt es doch auch eine Grundlage für. Sie haben mir nicht erläutern können, warum diese Grundlage rechtlich irrelevanter ist als die Angaben, die wir aus der Meldestatistik haben. Von daher ist für mich immer noch nicht klar, warum wir mit einem Zahlenmaterial arbeiten müssen, das deutlich älter ist als das, was wir ja auch vorliegen haben.
Eine letzte Bemerkung von meiner Seite in dieser Debatte heute. Sie dürfen sich darauf freuen, dass in der dritten Lesung Herr Schaus hoffentlich wieder gesund ist. Dann wird ein anderer Zungenschlag hier von unserer Fraktion sein. Von meiner Seite noch einmal eine Debatte, ein Beispiel. Viele haben betont, insbesondere seitens der Regierungsfraktionen, dass es unser aller Aufgabe ist, ich glaube, Herr Beuth, Sie haben das auch betont, unser aller Aufgabe ist als Parlament, ein Wahlgesetz so zu schaffen, dass rechtssicher die Wahl durchführbar ist. Vielleicht habe ich da ja etwas verpasst. Haben wir alle als Fraktionen jenseits des Briefes, in dem Moment, wo Sie sich aufgemacht haben, das Wahlrecht jetzt zu ändern, haben wir alle die Daten bekommen? Haben wir alle die Grundlage bekommen, nach der Sie dann entschieden haben, folgende Veränderungen machen wir? Also in meiner Fraktion ist zumindest nicht darüber gesprochen worden. Wenn Sie hier betonen, wir alle machen das, dann gehen Sie auch nicht vor als Regierungsfraktion, legen uns ein offensichtlich im Innenministerium geschriebenes Gesetz vor und sagen dann, ja, wenn ihr etwas ändern wollt, dann recherchiert mal selber und dann macht es hoffentlich besser als wir. Das ist wirklich schäbig. Vielen Dank. Vielen Dank, Kolleginnen und Kollegen. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Damit ist die Debatte zum Gesetzentwurf Tagesordnungspunkt 15 beendet. Und wir überweisen den Gesetzentwurf zur dritten Lesung in den Innenausschuss. Zusammen natürlich mit dem Änderungsantrag der Fraktionen CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN 44/50 aus 19.